Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynastie. So, die ist grauselig, die Ansicht. Und damit willkommen zu einer brandneuen Folge hier beim Rasenmäh-Simulator 2019. Ja, auch Graspflege muss sein. Und das Geilste ist, wenn ich dann sage, oh, ich will mal noch 2 Wochen schlafen, dann ist hier bestimmt wieder alles voll mit Rasen, also mit diesem wilden Gras. Könnte ich wetten. Du erntest das Korn mit einem Mähwerk. Wo denn? Bleib mal locker, ich habe doch das Korn nicht geerntet. Oder doch? Nein, 100%. Huch, was sind da für Löcher? Ja gut, hier ist eigentlich... Hier müsste ich ja nicht unbedingt mähen. Vor allem, warum nimmt er das hier nicht weg? Schon komisch. Der mäht schon irgendwie weiter links davon. Der Radius passt nicht so ganz. Naja. Nur dann mähe ich mal hier lang. Hier noch ein bisschen. Ja, die Mäh-Sonderfolge, huch. Die ist extrem spannend. Man sieht's ja. Der Kampf gegen das Gras. Wo bleibt denn der da immer hängen? Hab ich da so Spurrillen reingefahren mit dem Tracker? Mit dem Traktor. Hier so ein bisschen größer. Ich ernte überhaupt nicht das Korn mit dem Mähwerk. Ja, wobei ich weiß nicht genau, wie weit das Ding geht. Manchmal ist der Radius voll groß und manchmal ist er wieder voll klein. Ist schon sehr komisch. Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so viel besser ist als dieser, als die Motorsense. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Gras wird tatsächlich mehr. Also so von der Menge her und von der Höhe her. Dass das schon irgendwie brutal wächst. Vor allem, dass er manchmal was stehen lässt. Das hat er jetzt gerade einfach gar nicht mitgenommen. Schon komisch. Er ist vielleicht noch nicht so ganz ausgereift, der Rasenmäher. Na, hier bräuchte ich die Kettensäge. Jawohl, aber man kommt trotzdem rein.
glaube, ich fahre mal so rum. Hey, was ist mit dem hier? Warum nimmt er das nicht? Ja, jetzt hat er es. Ach ja, Rasenmähen macht so Spaß. Ich wünschte, ich hätte zu Hause so einen Aufsitzmäher. Aber für das bisschen Rasen, was wir haben, da lohnt sich's nicht so wirklich wahrscheinlich. Da wäre ich wahrscheinlich auch mehr am Rangieren als am effektiv Mähen. Ach, weg rückwärts. Ja, rückwärts geht besser. Diese komischen Sonnenblumen da. Na. Was ist denn das? Wo hängt denn der da? Eigentlich könnte ich so, ja, das ist irgendwie besser mit der rechten Hand. Habe ich mehr Kontrolle. So, jetzt haben wir hier wenigstens den Weg mal ein bisschen freigeräumt. Freigemäht. Oh, die spannendste Folge des Jahrhunderts. Aber zumindest irgendwie spannender als mit der Motorsense da rumzulaufen. Finde ich. Spaßiger auch. Oh, ich werde etwas hungrig. Main macht hungrig. Essen wir ein Ei. Oh, zack. Hunger vorbei. Dank dem Ei ist der Hunger vorbei. So. Hier schön langsam durchfahren. So, Hund, aus dem Weg. Hier mal ein bisschen sauber gemacht, bisschen aufgeräumt. Alles renoviert hier, Häuser renoviert und dann aber hier so einen schäbigen Rasen mit so viel Unkraut, das hier rumwächst. Wildem Gras. Komme ich da ran? Nee. Hier müsste ich durchkommen. Ja, wunderbar. So, da bin ich ja echt mal gespannt, wie schnell das Zeug wieder wächst, wenn wir dann für eine Woche uns ausruhen zum Beispiel. Ob das dann alles wieder da ist oder nur ein bisschen davon. Am besten wäre natürlich, wenn es gar nicht wiederkommt, aber das weiß ich definitiv, dass es wiederkommt. Denn das war in der ersten Staffel auch so. Als ich da mal mehrere Wochen hintereinander geschlafen habe, da war ja alles Gestrüpp wieder da. Jetzt muss ich aufstoßen. Entschuldigung.
der Energy Drink, die Kohlensäure des Energy Drinks möchte wieder raus. Ah ja, bald sind wir fertig. Sollte eigentlich an einem Tag zu schaffen sein, so eine Meierei hier. So ein kleines Grundstück. Ja, aber sieht dann auch schon schöner aus. Wenn hier nicht mehr alles so wild wuchert. Komme ich da an die da nicht ran, oder was? Doch, so. Na los, weg mit euch. Komische, bunte Blumen. Ich mag euch nicht. Das ist hier noch ein Single-Haushalt. Oh. Ja, den größten Teil haben wir jetzt gleich. Macht das den Kühen was, wenn ich mit dem Rasenschepperer hier durchfahre? Theoretisch müssten die da voll abdrehen. Aber ich glaube, denen ist es ziemlich egal. Huch. Das sind ja meine Kühe, die sind einiges gewohnt bestimmt. Also ein bisschen blöd ist er schon zum Fahren. Vor allem, weil er irgendwie an den Ecken so hängen bleibt. Und sich dann gleich so festfährt. Ach ja, was ist das denn? Na gut, hier so um den Baum rum kann man es ja ein bisschen lassen. Hier soll schon sauber sein. Nimmt er das jetzt auch her? Ja, jetzt nimmt er das. Schon eine komische Breite, die der hat. Mal nimmt er das Zeug ziemlich breit weg und mal dann wieder überhaupt nicht. Da könnte ich ja auch von außen machen. Dann wird es das wahrscheinlich mitnehmen noch. Naja, gut, wenn so kleine... Huch. Wenn so kleine Teile stehen bleiben,
Dann ist, glaube ich, halb so wild. Bei den Hühnern drin könnte ich das sogar so lassen eigentlich. Die mögen hohes Gras. Können sie gut Verstecken drin spielen. Das sind versteckten Hühner. Ja, und da guckst du, wa? Wenn ich hier 2 Stunden lang mit dem Rasenmäher rumfahre. Und dann, pass auf, dann nachher mache ich für eine Woche ausruhen und dann ist alles wieder da. Oh, weg mit diesem komischen Kraut da. Hoch. Wie, ich kann mit dem Rasenmäher nicht schaukeln. Das ist aber doof. Boah, bin ich schon wieder müde heute, das gibt's doch nicht. Trotz Energy Drinks. Aber die helfen mir mittlerweile auch nicht mehr so wirklich. Was ich in der Arbeit Kaffee trinke. Und dann hier, keine Ahnung, ins Bett liegen, Augen zu und 10 Minuten später bin ich weg. Obwohl ich noch eine Stunde vorher, keine Ahnung, 2 Kaffee getrunken habe. Da kennt mein Körper mittlerweile nichts mehr, was Koffein angeht. Aber ohne geht's halt noch schneller. Also ohne würde ich wahrscheinlich nicht mal bis abends um 8 aushalten. Ah, fahr doch um die Kurve jetzt. So, hier ist schon mal schön. Hier ist noch ein bisschen was am Rumschawenzeln. Dann sieht es hier wieder ein bisschen schöner aus. Es wird auch langsam dunkler, kann das sein? Dass der Tag sich langsam dem Ende neigt. Zuneigt. Dann könnten wir hier ganz gemütlich schlafen. Und vielleicht ist ja dann am nächsten Tag das Feld soweit. Beziehungsweise die Felder. Weil wir ja jetzt doch schon recht lang geschlafen haben. 2x1 Woche, glaube ich, war das. Für die Tomaten.
So. Hier sagen wir ein bisschen. Na, komme ich denn nicht hin? Nee, nicht so wirklich. So. Huch. Dann hätten wir hier den größten Teil hätten wir jetzt hier sauber. Bei diesen Klotz hier noch kurz weg. Weil dann sind wir nämlich jetzt auch schon am Folgenende. Und zwei Folgen will ich eigentlich nicht mit Mähen verbringen. Habe ich in der letzten Folge habe ich ja schon ein bisschen was gemäht. Und hier können wir noch ein bisschen. Aber wie gesagt, ich befürchte das, wenn ich dann sage, ich schlafe mal für eine Woche, dass dann eh alles wieder da ist. Und das wäre dann echt kacke. Wenn alles umsonst gemäht worden wäre. So, hier ein bisschen Margeriten platt machen. So, und wo stelle ich den dann hin? Den muss ich aber auch wieder irgendwo lagern. Ah, den kriege ich vielleicht hinten noch. Ah, oder in diesen Geräteschuppen hier. Vielleicht passt er da rein. Und wo auch die Motorsense drin war. Ist ja jetzt quasi auch eine Motorsense, nur halt mit, ja, mit Antrieb und Fahrerstand. So, ich glaube, so kann man das hier lassen. So ist es ja einigermaßen sauber alles. Ja, den dann auch. Hier noch. Um hier alles hinzukriegen, müsste ich tatsächlich, glaube ich, mal offscreen eine Weile hier rumgurken. Aber wie gesagt, dann schlafen wir eine Weile und dann ist alles wieder da. Das wäre nicht so schön. Hey, was ist das denn? Komischer Stein. So, jetzt ist auch schon 17 Uhr. Ja, dann können wir auch mal langsam ins Bettchen gehen. So, passt dieses Ding hier rein. Mal ausprobieren. Oh ja, prima. Wie der sich anhört. Wie so eine kleine Kettensäge.
So. Huch, wo bin ich jetzt wieder? Im Nebenraum. Na gut. Ja, hier ist eh alles zu. Dann kann ich auch hier auch zumachen. So, dann haben wir hier unseren Rasenmäher drin. Wunderbar. Rex, alles gut? Oh ja, jetzt sieht es hier doch schon deutlich schöner aus. Nach dem ganzen Tag rumgemäht. Und da hinten ist immer noch was markiert. Kann man jetzt wegmachen. So, meine Freunde, dann hauen wir hier die Tür zu. Und dann gehen wir ins Bett schlafen. Und ich mache eine Folgenpause und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Farmers Dynasty. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.